So, und damit einen wunderschönen, Freunde. Sprich mal. Ich sprech mal. Ah, guck mal. Sprich nochmal. Sonst darf ich nie sprechen. Ja doch, jetzt darfst du gerade sprechen, wenn ich... Vielleicht will ich jetzt gerade nicht. Okay, dann mute ich dich. So, jetzt bist du nicht mehr gemutet. Sprichst du jetzt nicht mehr mit uns? Nö. Immer, wenn ich den Ton einstellen möchte, du anfängst dann zu sprechen, wenn ich gerade den Punkt habe, auf dem ich es haben möchte. Chat, hört ihr das auch? Und mir noch so ein Millimeter fehlt, dann machst du... Roman hört es, German hört es. Alle hören's. Ja, Leute, war ein super geiles Stream mit euch. Ne? Ich wünsche euch einen geilen Sonntag. Startet gut in die neue Woche morgen. Haut rein. Also du bist schon auf dem Sofa. Soll ich zu dir aufs Sofa kommen? Nö. Ist es der Moment, wo eine Frau Nein sagt, aber eigentlich Ja meint? Nö. Ich bin sauer auf dich. Warum? Wisst ihr, Leute? Da kaufe ich gestern... Ich hab dich gemutet. Man hört dich wieder. Riesengroßen Pott Erdbeeren, ja? Und freue mich ganz tierisch auf diese Erdbeeren, die ich mir heute Morgen zum Frühstück gönnen wollte, ja? Schrolle Ollocks ist also gestern in der Küche. Gönn dir ein Level Up, das gibt's auch mit Erdbeeren. Und dann so wie er ist, gibt's gar nicht. Packt er also diese Erdbeeren aus, macht sich eine riesengroße Schüssel mit noch mehr Übel, Sahne. Ne? Ich habe so viel Sahne auf die Erdbeeren gemacht, dass der Sahneturm fast von den Erdbeeren runtergefallen ist. Mhm. So, und wisst ihr, was er dann mit den restlichen Erdbeeren gemacht hat? Nicht wieder zurück in den Kühlschrank. Bin ich also heute Morgen in der Küche, liegen da die schimmeligen Erdbeeren und überall fliegen Fruchtfliegen. Wer putzt diese Küche, du oder ich? Na, ich bin ja in Amerika. Okay, wer würde diese Küche putzen, wenn du hier wärst? Wenn du in einem... Ja, wenn... Also... Merkst du selbst, ne? Und hat das nicht gemerkt und ich komme heute Morgen runter in die Küche und denk, was klebt denn jeder Schritt? Ja, weiß ich nicht, wen habe ich das nicht mitbekommen? Ja, das habe ich auch nicht mitbekommen. Glaubst du, wenn ich das mitbekommen hätte, dann hätte ich das da gelassen? Jetzt sag nicht ja. Also du, jetzt mal allein, ganz... Nee. Du selber grinst, nee, ja, ne? Ja, alleine, wie ja du weil selber das natürlich grinst. Ziemlich lustig wäre. Aber wenn mir was runterkleckert, dann mache ich das auch sauber. Was guckst du jetzt so? Wenn mir was runterfällt in der Küche, dann mache ich das auch weg. Ja. Wenn das oben auf der Arbeitsplatte ist, vielleicht nicht. Aber wenn mir was auf den Boden fällt, dann könnten es nämlich die Katzen essen. Ich würde ja zu ihr aufs Sofa, ne? Aber sie will nicht. Ich kaufe uns einen Beefer. Damit wir mehr Beef haben. Badums. Kannst du bitte so einen hässlichen Trommelwirbel einfügen für einen schlechten Witz? Ja, es gibt Leute, die finden das witzig. Die lachen darüber. Sind das die, die auch deine Frisur feiern? Oh, die lachen immer noch. Warum bist du denn eigentlich so zu mir? Warum bist du jetzt auf dem Sofa? Warum bist du denn so zu mir? Liebevoll? Nee, scheiße. Küche aufräumend? Scheiße bist du zu mir. Du bist unscharf. Und die Belichtung ist super. Es sieht aus, als wenn, weiß ich nicht, draußen ein Atomkraftwerk explodiert wäre und das Fenster verstrahlt hätte. Wenn Slow Planer hat, ja, dann sind die immer gut. Meine Pläne sind immer gut, es hapert nur in der Ausführung. Die Pläne an sich sind top. Hatte ich schon mal einen schlechten Plan? Oh, der Fernseher, der jetzt oben hängt. Ich wollte nur, na, wirklich. Möchtest du bitte die Fernsehgeschichte erzählen? Hab ich schon. Hast du schon? Ja. Ich möchte unbedingt den Fernseher kaufen. Achso, nee, ich habe nicht gesagt, dass der eigentlich useless gewesen ist. Ich habe nur gesagt, dass ich so dumm war, den im Desktop-Modus das Bild eingebrannt habe. Und der eigentlich useless ist. Und wisst ihr, was auf dem Fernseher... Wo ist das denn also, jetzt useless gerade? Ich habe einen 55-Zoll-Fernseher im Gästezimmer. Wenn du hier zu Besuch kommst, ja, du bist im Königreich. Es fehlt nur noch die Minibar im Gästezimmer. Ach so. Ja? Warte mal, im Gästezimmer war noch gar kein... Ach doch, da war ein Fernseher. Mensch. Ja, aber ein ganz kleiner. Wie groß war der? 40 Zoll. Weißt du, Schatz, ich bin so froh, dass hier ein... Wie groß ist dieser Fernseher? 55 Zoll. Dass auch ein 55-Zoll-Fernseher hier in deinem Arbeitszimmer hängt, auf dem der Chat läuft, in einem Winkel, in dem er völlig useless ist, weil keiner darüber guckt. Kennen die Geschichte von dem
65 Zoll Fernseher in unserem Wohnzimmer schon? Der war 80. 80 Zoll? Das war dumm. Ach echt? Das war ein bisschen unüberlegt. Okay, Freunde, ich erzähle euch die Geschichte. Bevor Tinker sie falsch erzählt. Ich möchte einmal, kennt ihr sehr junge Menschen, die sich irgendwas in den Kopf setzen haben zu müssen und dann feststellen, dass das halt Bullshit war? Also pass auf. Ich glaube, jeder von uns war schon mal so. Ja, ich erzähle jetzt die Geschichte mit dem 80 Zoll. Aber das Schöne ist, dass das meistens passiert, dass man sich für 20 Euro ein Tamagotchi kauft und sich danach denkt, ja fuck, der 20 Euro Tamagotchi hätte ich nicht gebraucht. Wenn allerdings Monsieur Schlorock sowas macht, kauft er sich kein 20-Euro Tamagotchi, sondern ein 80-Zoll-Fernseher für wie viel? Der war im Angebot. Auf jeden Fall haben wir noch in Krefeld gewohnt, ne? Und da stand halt schon 65-Zoll-Fernseher oder so halt bei uns aus dem Wohnzimmer. Und ich habe gesagt, wenn wir in die Schweiz auswandern, dann will ich einen größeren Fernseher haben. Dadurch, dass ich den aber nicht separat verzollen wollte, wollte ich den halt vorher kaufen, weil ich den dann als Umzugsgut mit verzollen kann. Weil ich den ja schon habe und in Deutschland gekauft und so weiter. Und der war halt nicht in der Schweiz im Angebot, der war in Deutschland im Angebot. Auf jeden Fall habe ich den dann gekauft. Möchtest du kurz mit einfließen lassen, wann du ihn gekauft hast? Ja, ein paar Monate vor dem Umzug. Und der kam natürlich nicht mit der Post, sondern mit der Spedition. Die haben den auf einem Stück Palette, haben die den mir ins Wohnzimmer getragen. Der Karton ist natürlich auch nochmal ein bisschen größer wie der Fernseher. Also stand der quasi auf diesem Stück Palette als Raumtrennung mitten in meinem Wohnzimmer. Ja, also ich habe quasi eine Wand aus einem Fernseher gezogen, müsst ihr euch vorstellen. Und dann stand ich halt da und habe realisiert, okay, du hast hier gerade Scheiße gebaut. Ja, und dann kam Tinker und ich habe gedacht, scheiße, wie erklärst du dir das jetzt? Und ich habe gedacht, sie ist super mad, ne? Aber ich bin so kleinlaut angekommen und habe gesagt, Schatz, ich habe Scheiße gebaut, dass sie nur noch am Lachen war eigentlich und gesagt hat, ey, zumindest siehst du das ein, jetzt ruf die scheiß Spedition an und lass diese Wand hier abholen. Und dann kam eine Woche oder so stand die Wand da drin. Und dann kam eine Woche später, kam die Spedition wieder und hat diesen 80-Zoll-Fernseher abgeholt. Und ich habe immer noch den alten Fernseher von damals. Der auch völlig ausreicht. Der ist groß genug. War dumm, ja. Ein bisschen unüberlegt. Aber der war halt im Angebot, ne? Schatz, ich brauche unbedingt diesen OLED-Fernseher. Der war auch wirklich für Konsole. Ey, ich habe darauf Red Dead Redemption gespielt. Das sah so übel aus. Ja, ich möchte darauf Konsole spielen. Warte mal, Schatz, du hast dir extra diesen Fernseher gekauft, weil du sagtest, du könntest ihn ausklappen und hier auf dem Sofa im Stream Konsole damit spielen. Ja, aber ich habe mir das überlegt, ich will den nochmal woanders haben, weil dann könnte ich viel besser Konsole spielen. Ist auch true. Also jetzt wirklich, okay, das war Schatz, auch geil. Wie oft spielst du denn Konsole? Lohnt sich das? Ja, also wenn ich den hab, spiele ich viel, viel öfter Konsole. Na, das habe ich nicht gesagt. Da verwechselst du was. Ich habe gesagt, wenn ich den habe, spiele ich lieber auf der Konsole. Nicht öfter auf der Konsole. Also stand dieser Fernseher jetzt da wie lang? Ja, so lange, dass sich das Bild von meinem Desktop eingebrannt hat. Wie oft hast du dann gespielt? Ja, konnte ich ja nicht wissen, dass Red Dead Redemption scheiße ist. Jetzt haben, wenn wir Gäste haben, haben die einen super geilen Fernseher. Mhm. Mit bitte das Update starten. Eine Taskleiste, eine Uhrzeit. Du solltest da nicht drauf rumreiten, weil sonst kommt da ein neuer hin. Tut es das? Ja, tut es. Tut es das? Ja. Ja, wir haben da noch einen rumfahren jetzt. Was rumfahren? Ein Fernseher. Wie rumfahren? Wohin fährt der? Rumliegen. Ach so. Den kleinen. Steht im Schlafzimmer nicht auch noch einer? Hast du den in den Flur gestellt? Der ist draußen gerade. Ach so. Kennt ihr das nicht, Freunde, wenn ihr ein Hobby habt, dass ihr das irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr gerne Basketball spielt, beschwert sich ja auch keiner darüber, wenn ihr schon einen Basketball habt. Weil dieser verfickte Basketball 24,90 kostet und nicht 2.499. Hey, der Fernseher, der draußen steht, kostet 80 Euro oder sowas. Das ist nur ein uralter Fernseher bei dir aus deiner alten Wohnung. Und der? Den haben wir zusammen im übelsten Angebot geholt. Der war. Merkt ihr? Nee. Alle ja, warte. Der war super günstig, wenn du dich noch daran erinnerst, weil da nämlich ein neues Modell von rausgekommen ist, wo der noch zu uns gesagt hat, wenn wir warten, bla bla bla. Wir haben den für, weiß ich nicht, 400 Euro gekauft oder so. Mhm. Der einzige teure Fernseher ist der, wo ich nicht drüber nachgedacht habe, dass das gar nicht so cool ist. Das ist der einzige teure Fernseher.
Ist nicht so, als wenn ich, weiß ich nicht, jeden Monat für 2000 Euro einen Fernseher kaufen würde. Ich glaube, dann hätten wir auch einen Streit miteinander.